Ja. Hallo, Krache. Nein, da war der Schrei. Geil. Schreien bringt dir da auch nichts mehr. Was ich gemeint hatte eben mit dem Schrei. Es gibt so einen bestimmten Schrei, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Liegt mir auf der Zunge. Aber der wird im Film immer benutzt und der kam gerade bei dem Bogenschützen, der weggeschmissen wurde. Ist ein unter Filmen Produzenten oder eher den Leuten, die das Ganze schneiden im Audio-Team, ein Running Gag. Devs findet sich nämlich fast überall mittlerweile. So. Alle angreifen. Ich könnte mir die Magier als Ersatz holen. An Gegnern sehe ich sonst gerade keinen. Hab schon mal was gesehen. Wenn du die Gewehre kommst, bezahlst du dafür. So, und hier holen wir uns noch das Bärchen. Nicht so cool beieinander stehen. Zumindest nicht, wenn es in Reichweite des Maules ist. Wo ist er denn? Dahin. Fliegt er wieder hoch? Ist er wieder hier? Ah, wie ich das hasse. Lass nicht alle auf ihn fahren. Hat irgendeinem zerwanscht. Zumindest hat sich danach angehört. Magier, Attacke! Okay, die Hälfte ist down. Was zum... Erster Verzauberer Irving, wieso bist du hier? Okay. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber was ist denn da? Kampfball ist da. Wie ihr meint. Scheiß Biest. Feuer! Feuer! Reicher. Wo ist er denn? Ist er jetzt auf der anderen Seite? Nee, er ist da. Irgendwie auf der anderen Seite. Ist trotzdem auf der anderen Seite. Bleibt am Leben, meine Kameraden. Ich sagte, bleibt am Leben. Ja, da könnte man wieder angreifen. Welch eine Todeswolke er da produziert hat. Du tust es! Neue Taktik. Ah.
Und dann war es vorbei. Der Tod des Erzdämons war das Ende der dunklen Brut. Und das Gros der Bestien floh zurück in die tiefen Wege. Natürlich würden sie auch in Zukunft gefährlich sein. Doch der Verderbnis war Einhalt geboten worden, bevor sie richtig begonnen hatte. Ferelden war gerettet. Und das ganze Königreich feierte ausgelassen sein neues Königspaar. Die grauen Wächter waren reingewaschen und ein neues Zeitalter hatte begonnen. Aber um welchen Preis? Freunde, wir sind heute zusammengekommen, um jene zu feiern, denen wir unseren Sieg verdanken. Von allen Kriegern, die sich der dunklen Brut in Denarim entgegenstellten, verdient ein Held besondere Anerkennung. Jener Streiter, der den entscheidenden Angriff auf den Erzdämon anführte, weilt immer noch einem leuchtenden Vorbild gleich unter uns. Bürger und Bürgerinnen, bejubelt nun mit dem Helden von Ferelden, den ersten grauen Wächter seit Garahel, der die Verderbnis besiegte. Alsdann. Es ist schwer vorstellbar, wie ihr Ferelden noch besser hättet dienen können. Ich denke, ich bin euch dafür etwas schuldig. Gibt es einen Wunsch, den euch der König Fereldens erfüllen kann? Er ist schon gewährt, wenn es in meiner Macht steht. Oha. Ich wünsche mir nur, der Krone weiter dienen zu dürfen, Majestät. Wie wäre es mit einem Titel und den damit verbundenen Reichtümern? Ich wünsche mir nur, dass meinem Volk im Kampf gegen die dunkle Brut geholfen wird. Die Opfer der Wächter sollten nicht wieder vergessen werden. Ich habe im Augenblick keine weiteren Wünsche. Darüber müsste ich erst nachdenken. Es war ja immer der Zwist zwischen den Zwergen, dass nie jemand von den Menschen ihnen unten geholfen hat, während sie ihre ganzen Königreiche verloren hatten. Das wäre eigentlich nur ein guter Wunsch. Ich wünsche mir nur, dass meinem Volk im Kampf gegen die dunkle Brut geholfen wird. Natürlich. Die Zwerge kämpfen tagtäglich gegen die dunkle Brut, oder? Ferelden sichert Orsama hier mit volle militärische Unterstützung zu und wird seinen Teil zur Rückeroberung der tiefen Wege beitragen. Lasst alle wissen, dass das Aaltum Amaranthin, das einst Aalhau sein Eigen nannte, den Grauen Wächtern zugesprochen werden soll. Dort können sie sich sammeln und dem Beispiel all jener folgen, die ihnen vorausgingen. Was habt ihr für Pläne? Bleibt ihr bei den Grauen Wächtern? Was haben wir denn? Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Die dunkle Brut ist immer noch gefährlich. Die Grauen Wächter brauchen mich. Ich werde reisen, zumindest eine Weile. Ich denke, ich kehre nach Orsama zurück. Ich werde Morrigan suchen. Ja, ich werde Morrigan suchen. Ich hatte den Eindruck, sie will gar nicht gefunden werden, aber ich verstehe euch. Draußen wartet eine Schar Bürger darauf, einen Blick auf ihren Helden zu werfen. Ihr solltet euch sehen lassen, bevor sie den Palast stürmen. Sagt es der Wache am Tor, wenn ihr bereit seid. Alles klar. Danke, Alistair. Ein dunkles Versprechen. Jetzt können wir noch ein Abschlussgespräch halten mit allen. Wir haben es also geschafft. Unglaublich, findet ihr nicht? Es war fast unmöglich, dass einer von uns den Erzdämon tatsächlich erreicht. Aber ihr habt es geschafft. Und ich habe nie daran gezweifelt. Ich verstehe nur nicht, dass ihr noch lebt. Dann hat sich Riordan wohl geirrt, was? Morrigan hat mich gerettet. Keine Ahnung. Ich schätze, das macht Sinn. Apropos Morrigan, wisst ihr, wo sie ist? Sie soll ja gleich nach der Schlacht verschwunden sein, ohne sich zu verabschieden. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich werde sie finden. Oh, Hauptsache, sie ist weg. Egal, Al-Eamon sieht mich schon die ganze Zeit an.
Ich muss wohl wieder König spielen. Das kann ja wohl nie warten. Und falls ich nicht mehr dazu kommen sollte, danke für alles. Das klingt nach einem Abschied. Ihr verlasst uns doch, nicht ich. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Zumindest vorläufig. Geht jetzt zu euren Bewunderern. Die Leute wollen ihren Helden feiern. Und wer bin ich schon, sie davon abzuhalten? Danke, Alistair. Erlaubt mir, euch persönlich zu beglückwünschen, Wächter. Ich muss zugeben, dass ich, obschon ich den Pessimismus meines Vaters hinsichtlich der Grauen Wächter nicht teilte, meine Zweifel hatte, dass eine so kleine Schar den Sieg erringen könnte. Aber hier seid ihr. Tja, Logan hatte Unrecht. Das stimmt. Und jetzt ist er tot. Sagt mir, ist Alistair eigentlich immer so? Er ist ein guter Mann. Aber wird er ein guter König sein? Ich fürchte, mein anfänglicher Verdacht bestätigt sich. Er vermeidet es tunlichst, Entscheidungen zu treffen. Ah, nun. Sein Herz ist am rechten Fleck. In diesem Punkt erinnert er mich an Kaelin, was keine Schande ist. Ah, Al-Eamon gibt mir ein Zeichen. Es gibt noch viel zu tun. Ich fürchte, ich muss euch jetzt verlassen. Genießt die Feierlichkeiten, Wächter. Wir reden weiter, bevor der Tag zu Ende ist. Alles klar. Herrscht gut, ihr zwei. Es ist vorbei, kaum zu glauben. Ihr habt den Bürgerkrieg beendet und die Verderbnis abgewendet. Im Namen Ferelden's möchte ich euch danken. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ich bin ein grauer Wächter. Ich tat nur meine Pflicht. Natürlich. Es ist ein Jammer, dass ihr nicht hier in der Hauptstadt bleibt. Der Held hätte großen Einfluss, aber ich verstehe euch. Ich bleibe hier, um Alistair zu helfen. Tegan wird in Redcliffe alles regeln, zumindest vorläufig. Connor scheint wohl auf zu sein und Isolde verschweigt mir, was passiert ist. Sie sagt nur, sie will nie wieder zurück. Ich kann euch nicht genug für ihre Rettung danken. Sie bringen Licht in mein Leben. Sagt mir, ist euch irgendetwas Seltsames an ihm aufgefallen? Er ist so ruhig. Bedenkt, was er durchgemacht hat. Ah, ihr habt sicher recht. Ich bilde mir das wohl nur ein. Aber ich schweife ab. Ich will euch nicht von eurer Feier abhalten, Wächter. Genießt sie, solange ihr könnt. Unglaublich, dass ihr überlebt habt. Das übersteigt alle meine Erwartungen. Danke. Gern geschehen. Ich möchte betonen, dass meine Erwartungen nur schwer zu übertreffen sind. Dankenswerterweise scheint ihr die Ausnahme eurer Art zu sein. Andernfalls müsste ich meine Meinung zur Gänze ändern. Aber jetzt werde ich gehen. Ich denke, ich kehre nach Orsama zurück. Vielleicht kämpfe ich gegen die dunkle Brut in den tiefen Wegen. Diese Bestien erinnern mich an Tauben. Nun, ich hatte gehofft, wir könnten zusammenbleiben. Ich muss das tun. Die Verderbnis mag vorbei sein, doch die dunkle Brut wird sich einfach wieder in die Tiefen zurückziehen. Vielleicht kann ich etwas tun, um den Zwergen zu helfen. Es ist eine würdige Queste. Etwas, wofür es sich lohnt, zu leben. Ergibt das einen Sinn? Ja, das tut es. Gut. Vielleicht sieht man sich eines Tages wieder. Ich hoffe es. Für eine fleischliche Kreatur wart ihr eine vortreffliche Gesellschaft. Vielen Dank, Shale. Ha! Wunderbar! Ihr habt es diesen Menschen wirklich gezeigt und die Verderbnis praktisch im Alleingang beendet. Gut, dass ihr gekommen seid, Gorin. Ich bin aber nicht nur wegen des Spektakels der Menschen hier. Ich soll euch vielmehr eine Nachricht der Versammlung überbringen. Die dachten wohl, einmal Hausknecht, immer Hausknecht. Ach, was soll's. Entscheidend ist doch, dass wir beide nach Orsama zurückkehren dürfen. Wir beide? Tja, ich bin mit euch untergegangen, also darf ich auch wieder mit euch aufsteigen. Harrowmont scheint mächtig dankbar zu sein.
Er hat euch zum Erben des Hauses Edukin ernannt und uns beide rehabilitiert. Nicht nur das. Die Versammlung denkt darüber nach, euch zum Paragon zu erheben. Zum Paragon. In unserer Zeit. Das ist interessant. Nicht schlecht für einen verbannten Mörder, was? Mein Glückwunsch. Ich hörte, dass ihr nicht bleiben wollt. Kehrt ihr nach Hause zurück? Euch stehen alle Möglichkeiten offen. Nun, wir werden sehen. Ich muss erst noch etwas erledigen. Na dann, viel Glück. Ich würde mit Freuden meine alte Position wieder einnehmen, wenn ihr wollt. Na, jetzt lasst euch aber weiter von den Menschen feiern. Ich muss immer noch lachen, wenn ich sie reden höre. Bist gerne gesehen, Goran.